Hallo Leute und willkommen bei einer neuen stürrischen Folge der Last Stand Aftermath. So, wir sind jetzt hier gelandet. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir waren, aber ich glaube. Ach, eine Tankstelle oder so. Gut, ist ja auch egal. Wir wollen hier voll weiterzocken. Ich will endlich mal vorwärts kommen. Was ich euch nochmal sagen wollte, verzeiht es mir bitte, wenn irgendwas mit dem Ton nicht hinhaut. Ich bin noch am Reinfuchsen. Manchmal ist es zu leise, manchmal ist es zu laut. Manchmal gefällt es mir nicht. Ich bin noch am Probieren und Machen. Deswegen bitte verzeiht es mir, wenn es irgendwie nicht, wenn es mal ein bisschen leiser sein sollte oder ein bisschen zu laut, verzeiht es mir. Oder schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr wisst, wie ich das besser machen könnte. Ich nehme mit OBS auf und versuche mich da halt durchzufuchsen oder reinzufuchsen, wie ich es am besten mit der Einstellung machen kann. Aber ich glaube, ich werde es jetzt so machen, dass ich alles immer volle Banane mache und einfach nur Spiel leiser mache im Spiel. Dann kann ich da eigentlich schon mal nichts falsch machen. Muss halt nur vor der Aufnahme halt gucken, wie das Spiel ist und wie laut, wie leise ich es machen muss. Das Hauptspiel. So, nicht lange faseln, weiter geht's. Zombie abschlachten. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall brauchen wir auch Sprit. Sprit ohne Ende. Ich schmeiß noch den Einkaufswagen um. Und den Kopfmatscher. Das müssten wir auch mal mehr machen hier, wenn wir. Wenn man halt sag schnell. Oh! Jetzt kommen sie. Wenn wir in Gefahr sind, dass man halt hier mal mehr. Hey. Dieses kann man sogar. Sieht man da was, wenn man das kaputt macht? Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich mal. Es macht nur unglaublich viel Krach, macht das. Schrotflinte, sehr schön. Hier können wir nicht drüber hüpfen. Würden wir uns ja schneiden, das wäre nicht so tolle. Nicht schlagen. Haben wir auch noch zwei von den Dingern. Na gut, da können wir ja eine verscharren. Warte mal, was haben wir denn die? 7. Ja, da haben wir eigentlich erstmal genug Schrot, da haben wir gar nicht so viel. Gut, lassen wir die erstmal noch im Inventar. Oh, hier. Alles leer. Ich bin schon da voll. Das gibt's gar nicht. So, haben wir noch ein bisschen Akkus. Hat man ja mitgenommen. Ich habe noch gar nichts gefunden, siehst du. Mann, ey. Nee, warum nimmst du das? Brauchst du doch nicht. Ist doch Quatsch. Ach, komm, das Katana. Klein bluten, so wie es aussieht. Ach, das sind auch dicken, ey, das glaubst du gar nicht. Komm. Weggerollt. Lade ich doch mal auf. Verreck, Junge. Manchmal sind sie aber auch übel, die Viecher, das gibt's gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass mit meiner überladen bin. Das kann natürlich auch sein, ja, so wie ich das sehe. Bin ich auch schon wieder leicht überladen mit meinem Rucksack. Oh, die hab ich gar nicht gesehen.
besser. Kleinen Pisser. Oh, wozu? Bin ich abgehauen. Das Katana ist schon kaputt. Ja. Hat er lange gehalten. Spritz habe ich schon mal gesehen. Bett. Ist hier Schattenspielchen oder was? Hm. Ich sie. Weg. Ja, das brauch's nicht. Liegt wieder irgendwo. Da liegt's. Alles mitnehmen. Erstmal reingucken. Schön viel Krach machen. Sollte reichen, sagt er. Ich bin mal gespannt. Raus. Könnte ich raus können? Das ist ein Unding. Dass man hier nicht raus kann. Lappen. Was ist denn da los? Gibt es, Freund, nicht mit mir. Da nur zwei, das ist doch nicht normal. Jetzt ist auch kein irgendwie, dass ich mir mal Ausrüstung kaufe, beziehungsweise was herstellen kann. Mit. Ausdauer, Heilung. Dosenbombe. Fleisch, Ausdauer, Heilung. Flaschen für Waffen. Ja, ich würde die gerne ganz mal nachher nicht nämlich die benutzen. Ich habe leicht einen schönen Schalldämpfer draufpacken. So, wir sind fertig, weiter geht's. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das ist ein Unterschlupf.
Gut, da könnte man gleich Sprit abgreifen, da könnte man gleich eins überspringen. Hoffe ich. Da schnell hin. Ein bisschen wieder ausrüsten. Beziehungsweise ein paar Heilung und Medikamente herstellen und gucken, was wir noch herstellen können. Hier ist jetzt mal hell und war es doch immer dunkel. Können wir Ausfeuer schon anmachen? Ausfeuer schon an. Fühlt sich gut an. Zwei, ja. Jetzt machen wir nicht. Luft reinlassen in den Bunker hier. So. Die mal ganz machen hier. Komm, haben wir genug. Kann man nämlich hier. Bei, was haben wir hier, 36, ach, die passen da gar nicht rein, scheiße, das ist ja 45er Kaliber. Ich dachte eigentlich, dass wir da, den Dings drauf machen können. Weil mit dem Schalldämpfer ist immer schöner. Akku. Ja, die kann man nicht mehr als genug haben, die Dinger. Ist einfach so. Da kann man jetzt doch den da drauf machen. Ist auch ein bisschen dämlich. Habe ich da nur 36 Schuss? Lassen das mal so. Zum Manier. Gut, da haben wir das Jagdgewehr, haben wir halt da sowieso drinnen. Nahkampf. Mal das herstellen,
Pflanzliche Ausdauer. Gegengift auf jeden Fall. Das braucht man. Verbände. Machen wir uns noch ein, zwei Verbände. So. Osterheilung. Bombe. So. Nee, das braucht man nicht, das ist ja Quatsch. Ich kann hier noch mal ein paar Punkte machen, eventuell. Ich wollte eigentlich mal gucken nach dem Auto, wo das mit dem Sprit war. Hier. Geht's, würde ich sagen. Weiter geht's. Zwei von drei. Da bin ich da mitten stehen, das ist ja auch Quatsch. Nee, wir fahren hier hin. Da bleibt man bestimmt, das ist immer das, wenn man keinen Sprit mehr hat oder was. Da bleibt man mittendrin irgendwo stehen. Nee. Komisch, weiß ich nicht. Hätte ich mal ausprobieren sollen. So. Bestimmt rein hier vorne. Aufknacken. Reste. Reste sind immer gut. Leer. Na ja, klar. Eine Funkstation, ja. Brauchen wir auch nicht. Haben wir ja gerade eben gemacht. Das wäre ja Quatsch. Das ist aber auch übel. Das sind nochmal Blutrausch. Zahnrad. Gehen wir wieder eine Spritze finden. Die kleinen
Viecher. Warte. Okay. Was ist denn hier drinnen los? Macht ihr wieder Theater oder was? Das ist doch dämlich, ihr Viecher. Spinnensau. Das war so. Na toll. Extra den Stuhl beiseite geschoben ist und dann ist da nichts. Oh. Nicht nachgeladen. Ah. Alter. Gäste, Junge. Gleich mal auftanken hier. Komm mal her mit dem Zeug. Irgendein Funkgerät? Ja, ist es doch. Jetzt mitnehmen. Noch eins. Na, da habe ich doch. Ich könnte eine Bombe benutzen und wenn wir schon ein paar Monokoff-Cocktails haben, können wir die auch mal nehmen. So Leute, das war's schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Lasst mir einen schönen Kommentar da. Dann bis zum nächsten Mal, euer Pepe. Tschüss.